Ihr wolltet schon immer aus eurem Golf 8 Basis einen Airline bzw. GTI machen. Hier haben wir genau das richtige Add-on für euch. Und das bauen wir jetzt dran. Erstmal Probemontage, so wie ihr das kennt. Konstruiert ist das Teil kurz unter der Sicke, wundert euch nicht. Das ist wie beim Original letztendlich auch so. Richtig ausmitteln. Der Seitenschweller ist so konstruiert, dass er eben nur auf dem Blechteil sitzt. Nicht irgendwie über die Radhausschale oder ähnliches geht. Ist vor allem einfach zu montieren somit. Und man kann die Radhausschale wieder ausbauen. Und am besten ist es dann hier mal anzukleben, dass ihr die Höhe in etwa wisst. So, und dann machen wir das da hinten auch noch. Und dann machen wir es gleich noch eins in der Mitte. Der Schweller wird vorne genau an die Kante angelegt, ein bisschen hier so ran. Und hinten ist er ein bisschen kürzer auslaufend. Das ist wie das Original auch. Könnt ihr gerne mal im Autohaus nachschauen. Ganz wichtig, sauber machen. Ulf macht derweil die Bänder dran zum Abreißen des Trägerbandes. Dann ganz wichtig, in dem Fall den Primer aufzutragen. Der Primer ist dafür da, damit das Klebeband eine ordentliche Verbindung mit dem Originallack hat. Hier in dem Fall, weil wir hier so eine Art Karosserie-Orangenhaut haben, ist es besonders wichtig. Nur so kann es die volle Klebekraft entfalten. So, jetzt 2-3 Minuten Abluftzeit und dann kann man schon montieren. Versucht euch wieder an eurer Positionierungshilfe zu orientieren und dann zieht der Hinterste den Klebestreifen langsam an und drückt fest. So, wichtig ist jetzt, mit ordentlich Druck auf die Klebestellen zu pressen. Ruhig mit allem, was ihr zur Verfügung habt im Oberarm. Aber nicht das Auto runterschmeißen, Herr Schattel. Also nicht ganz alles, gut. So, jetzt machen wir die Positionierungshilfe noch weg. So, wie ihr gesehen habt, total easy, total schnell, dran geklebt und los geht's. Das Ganze noch mit ABE, 6 verschiedenen Oberflächen, super coole Passgenauigkeit. Und das Geile an der Sache ist, wenn ihr euch irgendwann das Ganze nicht mehr gefällt oder ihr das Auto zurückgeben müsst, leasing oder verkaufen, einfach wieder abziehen. Denn das 3M Klebeband geht weg, eine Verbohrung oder eine Vernietung nicht. In diesem Sinne, bis bald, Cesar.